Genau, Marlo. Sprechen wir mal mit Marlo. Hatte. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Wer bist du? Ich bin Marlo. Ich bin der beste Händler hier an der Küste, von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine, ich nehme alles. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln, und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, werden sie sich dir zu erkennen geben. Also sowas wie die Diebesgilde in Gothic 2? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Was gibt's eigentlich in Kap Dun? Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Zeig mir deine Ware. Entschuldigung für die kurze Stille-Phase. Ich hab nochmal kurz am Handy was checken müssen, ob denn heute noch irgendwas geht. Freut euch, es geht nix. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen aufnehmen. Das war übrigens nicht geplant. Aber gut, wir haben wieder 5 Dietriche. Yay! It's time to verschwend zu Dietrich again. Und wieder ab zur unknackbaren Truhe. Ich weiß nicht, in Gothic 3, ich weiß gar nicht, ob die Erfolgschance vom Schlösseröffnen auch am Jagdgeschick hängt. Nee, das hängt am Diebeskunst. Yep, das ist realistisch. Yes! Du bist mein Held! Alles nehmen! Und noch die Truhe, da ist natürlich nichts zu holen. Dann haben wir die schon, ja natürlich, und jetzt gehen wir hier weiter. Und jetzt, haben wir schon die Quest mit, nö. Wo bekommen wir die Quest mal? Genau, bei Norris! Hey, Chucky! Oh, was ist denn? Ihr bekämpft euch gegenseitig in eurer Arena? Das ist das beste Training, was es gibt. Die Orks sehen das bedauerlicherweise genauso. In fast jeder Stadt haben sie selbst eine Arena. Ein Kämpfer, der Arena-Kämpfe gewinnt, steht bei ihnen hoch im Kurs. Da erfährt man auch, dass eben Arena-Kämpfe extrem wichtig sind in Gothic 3. Ich will hier jetzt aber nochmal mit Gilford sprechen, weil irgendeine Quest haben wir vergessen. Gilford! Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Reddok. Viele königstreue Menschen, die noch nicht von den Orks versklavt wurden, verstecken sich hier. Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Spitzel der Orks bist. Sonst machen wir mit dir Kurzprozess. Verstehe. Die Orks wissen nichts von diesem Rebellenlager? Wenn die Orks wüssten, dass wir uns hier verstecken, hätten sie uns bestimmt schon getötet. Erzähl mir mehr über euch, Rebellen. Wir sind die einzigen freien Menschen in Myrtana, die noch gegen die Orks kämpfen. Unser größtes Problem hier an der Küste sind die Ork-Patrouillen. Letzte Nacht sind sie uns schon gefährlich nahe gekommen. Wo sind diese Ork-Patrouillen? Eine ständig wandernde Ork-Patrouille befindet sich momentan zwischen uns und Ardea. Die zweite hat sich im Osten auf einem Bauernhof zwischen uns und Kap Dun eingenistet. Wenn wir uns nicht bald darum kümmern, werden sie Reddok auf kurz oder lang finden. Das sollten wir verhindern, wenn wir für die Rebellen spielen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Spielen wir für die Rebellen? Eine Frage an die Community, die bestimmt jetzt schon besteht aus zwei Leuten, die ein Video geguckt haben. Ihr zwei, ihr seid ausschlaggebend dafür verantwortlich, was wir machen. Schreibt mir in die Kommentare, Rebellen oder Orks.
Innos oder Adanos oder doch Xardas? Ich denke, wer es gespielt hat, weiß Bescheid. Der kann jetzt mitentscheiden, was denn alle sehen wollen. Du entscheidest. Ja, genau, du. Und der andere auch. Wir vernichten jetzt einfach die Ork-Patrouille. Ja, beschlossen. Ich werde der Ork-Patrouille auf dem Bauernhof einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Wenn sie dich für einen Rebellen halten, werden sie dich auseinandernehmen. Ich kümmere mich um die wandernde Ork-Patrouille. Na gut. Pass aber auf, dass sie unser Lager hier nicht finden. Jo, das machen wir. Und jetzt, Moment, ich will noch kurz was gucken. Zeig mir deine Ware. Denn wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen Geld. Wir könnten uns jetzt hier die Rebellenrüstung... Wir könnten uns jetzt hier schon die Rebellenrüstung leisten. Am besten du erledigst das selbst. Das hier ist eigentlich... Ja. Das behalte ich mir mal. Das eine Schild. Wo brauche ich diesen einen Schild? Ich weiß nicht. Ich behalte ihn mir mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Und dann mal die Rune. Schon wieder Fehler! Teleportstein! Der Teleportstein kann weg. Der Besen sowieso. Das braucht dann auch noch keine Sau. Eine Kelle, ein Messer. Münzen, das brauchen wir leider. Schatullen. Schmiedehammer, Schmiedehammer, Silberpokal. Und sonst nichts mehr. Und gib mir das Geld. Und danke und Wiederschauen. Jetzt gehen wir nach Kaptun, die erste Stadt der Orks. Und es ist verdammt dunkel. Machen wir mal hier ein bisschen Licht mit dem Feuerpfeil. Wow, das ist aber jetzt hier Licht. Egal, jetzt mal. Wir sehen ja immer noch eingeblendet. Wolf! Ah, die Game One-Redaktion spielt hier sogar mit. Ja. Pflanze Drachenwurzel. Was bringt die gleich nochmal? Mal kurz gucken. Ausdauer plus 50, Stärke plus 1. Den nehme ich mal. Kronstöckel. Ich habe einmal den Fehler gemacht. Ich habe die ganze Kronstöckel gefressen, weil ich gedacht habe, ich krieg dann super geilen Bonus. Lasst es. Es bringt keinen Bonus. Ich habe, glaube ich, irgendwie 10 oder so gefressen. Und es hat mir genau 0 gebracht. Das hat mir schon ein bisschen mehr gebracht. Lebensenergie plus 5, plus 7, plus 10, plus 2. Maximale Lebensenergie plus 2. Immer her damit. Jagdgeschick plus 1. Auch mal. Ausdauer plus 50. Haben wir hier noch Wolfskraut. Die wahrscheinlich unnützeste Erfindung seit Hip-Hop. Oh nein, ich kriege jetzt schon wieder 10.000 Hassmails. Da unten ist der Bauernhof. Ich speichere hier mal. Und... Nein, 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 das gibt Schaden. Das war weniger. Hier ist aber auch kein Bett, wo ich mich mal kurz hinlegen kann. Nö. Egal! Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Und spätestens jetzt merkt man, dass die Orks hier ziemlich raue Gesellen sind, wenn man sich nicht mit ihnen gut stellt. Wenn man sich tatsächlich für die Orks einsetzt, es sind die Orks in der Ork-Hochburg in Faring gar nicht mehr so gegen einen. Also, ihr entscheidet, ob ihr das seht oder ob ihr doch lieber seht, wie wir die Orks ausschalten. Das liegt an euch. Ihr zwei. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Niemand besiegt dich, Mora. Das war gut geblockt von mir. Da muss ich mir jetzt hier ein imaginäres auf die Schulter klopfen machen. Ich habe eigentlich noch nie wirklich geblockt in Gothic. Fällt mir gerade auf. Und dann können wir das hier noch mitnehmen. Kopfnuss, Rohstahl, Dietrich, krank gegen Krankheiten. Das heißt, das ist ein krank gegen Besoffensein. Nee, Quatsch, das ist krank gegen Krankheiten. Krankheiten bekommt man von... Wir werden bestimmt Krankheiten bekommen im Let's Play. Sag ich dann Bescheid. Wenn wir den Trank nehmen können. Haben wir eigentlich... Nee, haben wir nicht. Wir haben kein Gegengift. Aber immer einen Trank gegen Krankheiten.
Du hast dich gut geschlagen, Mora. Was soll dein Preisgeld sein für den gewonnenen Kampf? Ja, weißt du, sowas nennt sich Top-Ork hier. Den Sklaven da draußen bekommen wir sowieso, weil wir werden diese Patrouille jetzt vernichten. Also nehmen wir das Gold. Ich will Gold. Sollst du haben, hier hast du dein Gold. Und jetzt geh... Das war gut. Das ist der Erlebnis. Ja, du schlägst mich. Au! Alter, der boxt da zurück und jetzt töten wir ihn. Alter, bin ich gerade erschrocken. Du Arsch. Alter, es ist ja schlimmer als Slender. Puh. Waffe weg. Maul. Ja, da haben wir Pedobär an der Seite. Nein, nein, ich will hier nicht sterben. Nicht das Huhn, nicht das Huhn, nicht das Huhn. Nein, jetzt greift mich der Schmied auch noch an. Jetzt muss dem Schmied noch eine hier. Nein, Alter, nee, nicht du. Geh weg. Und du stirb. Und du auch. Ja, der Schmied hat mich nur angegriffen, weil ich sein Huhn getötet habe. Was soll das? Das erinnert mich immer so an meinen alten Rektor. Der hat immer gesagt, wenn wir irgendwas angestellt haben, hat er immer den Namen gesagt, zum Beispiel Herbert, was soll das? Und wir haben immer zu kichern begonnen, das hat ihm gar nicht getaugt. Da ist der hat er dann anschließend die ganze Klasse zusammengefaltet. Ja, eine wunderschöne Geschichte. Jetzt hier Cliff, wer bist du denn? Mach keinen Unsinn, Fremder. Sonst werden uns die Orks bestrafen. Was machst du hier? Ich bin Sklave der Orks. Ich arbeite für sie als Holzfäller auf dem Hof hier. Schufte mir den Rücken krumm. Dabei bin ich doch Schmied, verdammt nochmal. Aber als Schmied zählst du bei den Orks nicht viel. Wenn du nur ein Mensch bist. Jo, jo, so ist es. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. So, und jetzt erfahren wir hier auch, dass der ein Schmied ist. Und wer braucht einen Schmied? Genau, Redok. Deswegen bringen wir diesen Schmied jetzt nach Redok. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Das kriegen wir schon. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Und jetzt bringen wir ihn weg. Und Heiltrank braucht da eh keinen. Aber wir könnten mal einen hier nehmen. Und ich lege mir mal eben kurz hier die Heilpflanzen. Ne, die Heilwurzeln auf die 0. Und die Pflanzen auf die 9. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen mehr Heilkontingent. In der Schnellleiste, im Quickmenü, wie immer ihr wollt. Umschauen. Cliff? Cliff? Macht ihr hier Cliff Diving oder was? Nö. So, wir gehen jetzt einfach mal auf dem schnellsten Weg nach Redok mit Cliff. Dann bekommen wir nämlich Widerruf bei den Rebellen. Und wenn ihr wirklich wollt, dass ich bei den Rebellen dann weiterspiele, haben wir schon mal so ein kleines Startkapital. Denn Ruf bei den Orks gibt es jetzt noch nicht wirklich zu holen. Aber Heilpflanzen gibt es zu holen. In der Tat. Da noch eine. Pflanze, Pflanze, Pflanze. The Plants. ist Cliff noch bei? Cliff. Du wirst überleben. Ich lass dich nicht allein zurück. Wir sind schon fast da. Du musst nur noch die Höhle runter. Cliff. Sledge, Cliffer. Nee, ich kann nicht singen, deswegen mache ich es einfach mal irgendwann. Ja, die KI ist noch nicht so ausgebaut, dass man sagen könnte, Mensch, das hätte ich jetzt nicht besser machen können mit der Steuerung. So ist es nicht. Denn in Trellis gibt es eine Quest, wo Sklaven über eine Brücke müssen. Ich habe es noch nie geschafft, dass die Sklaven über diese Brücke gekommen sind. Ich musste immer über den Anstieg neben der Brücke gehen. Ihr müsst mich mal sehen. Ich zeige hier am Bildschirm rum, obwohl keine Sau es sieht. Vielleicht bald mit Face- und Fingercam.
Das wäre noch was, oder? Dickie mit Face und Finger.